Wow, oh Mann, Leia, ich weiß nicht, wie man mit einem Auto fährt. Hey, hör mal zu, ich hab das lange nicht gemacht. Entschuldigung, Mr. Schwein. Oh Mann, Leia, ist das echt dein Ernst? Oh Mann, dann los, muss ich beeilen, die Babys kommen bald. Och Mann, Freunde, das kann doch nicht sein. Jedes Mal muss ich das machen. Na los, wir müssen schnell zu Dr. U fahren und zu unserem Haus. Los, los, los. Oh Mann, Leia, mussten wir aber echt ein Polizeiauto klauen. Ich meine, das ist doch nicht dein Ernst. Wir sind doch... warte mal, wir sind doch eigentlich Drachen. Wir können auch fliegen, Leia. Jetzt steig schon aus. Oh Mann, ich kann doch nicht fliegen, Oxy. Hast du das etwa vergessen? Och Mann, jedes Mal dasselbe mit dir, Freunde. Wir sind Drachen und Leia kann einfach nicht fliegen. Wie kann das bitte sein? Na los, ich fahre dich schnell zu Onkel Ukri. Oxy, die Babys kommen bald. Och Mann, ich war ja schon Onkel Ukri. Wir brauchen deine Hilfe, Ukri. Ach, hier vorne ist er. Na los, und zack, direkt hier reinfahren. Schnell aussteigen. Hey, Leia, komm mit. Hey, Ukri, bist du hier irgendwo? Oh Mann, das kann doch nicht sein. Wir sind in unserem Haus. Aber wo ist bitte der Ukri? Das kannst du nicht sein. Hier oben, King Oxy. Hier oben. Warte mal, da oben. Hey, Ukri, wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Warte mal, wieso ist dir bitte ein Bart gewachsen, Bro? Ja, Bro, du weißt doch, als Drache hat man schneller Bartwuchs. Oh Mann, du weißt, stimmt. Ukri, du hast auf jeden Fall recht. Hey, hör mal zu, Leia. Du kannst mir ja selber erklären, was mit dir ist. Hä, hey, was Ukri ist denn? Schwanger und erwartet Drachenzwillinge. Oh ja, sie ist schwanger und erwartet einfach neue Drachenzwillinge. Oh ja, ganz genau. Hey, Ukri, kannst du uns bitte helfen? Ich weiß, du bist ein Profi, was das angeht. Ihr habt recht, Leute. Komm mit in mein Haus. Schaut mal hier vorne. Der war übrigens frech zu mir. Ukri, dein Haus, das ist doch unser Haus. Schau mal, das ist der Ork Sweet Drachen Layer Ukri Palast. Mann, hier leben wir Drachen. Oh ja, Leute. Und wir müssen immer aufpassen vor den Jägern, weil die wollen uns manchmal fressen. Aber weißt du was, wir haben keine Zeit dafür. Komm mit, Leia. Du musst endlich behandelt werden. Die Kinder kommen. Oh ja, das musst du auf jeden Fall. Na los, Leute, schnell. Hey, Leia, wie fühlst du dich gerade? Ist alles gut überhaupt bei dir gerade noch? Nein, mir ist übelst übel, Mann. Ich komm schon, Ukri, oh Mann, ich erwarte gleich Kinder. Oh Mann, das kann doch echt nicht sein. Hey, Ukri, Mann, glaubst du, das war echt nötig, dass ich einfach ein Polizeiauto geklaut habe? Ich meine, ansonsten kommt doch die Polizei, sucht uns heim. Nein, alles gut, warte mal, warum bist du nicht einfach geflogen? Ja, ich weiß doch, ich hätte sie gerne mitgenommen, aber sie meinte, sie hat zu viel Angst zu fliegen. Du weißt doch schon, wegen den Babys und so, sie erwartet doch jetzt, hier nichts. Sie tragen sollen, du bist doch zu schwach, um sie zu tragen, während du fliegst. Nein, aber sie hat sich nicht getraut, wirklich. Ich meine, schau mich doch mal an, ich bin total stark zu tragen. Wenn sie runtergefallen wäre, ne, dann wären die ganzen Kinder kaputt im Bauch, oder? Oh ja, ganz genau. Hey, Ukri, okay, du musst endlich die Kinder da raus, Mann. Schau kurz weg, Oxy. Okay. Oh Mann, Freunde, das ist überhaupt nicht gut, Mann. Leia erwartet einfach Drachenzwillinge und ich muss hier schnell in die Ecke schauen. Leute, lasst einen Like da und ein Abo in 3 Sekunden, damit die Babys geboren werden. Ich krieg die Hey, Ukri hat recht. Hey, Freunde, wir brauchen unbedingt eure Hilfe. Like dieses Video und abonniert den Kanal innerhalb der nächsten 3 Sekunden, damit die Drachenbabys geboren werden. Na los auf 3, Leute. 1, 2, 3. Jetzt like und den Kanal abonnieren. Schnell. Und... Wow, alle haben geliked und abonniert. Hey, Ukri, klappt es schon. Es funktioniert. Oh Mann, Leute, ich kann echt nicht hinschauen. Hey, ist es schon vollendet, Ukri? Ist alles gut, Leia, bei dir? Was ist denn los, Leia? Was passiert da? Warte mal, Leia, hey, die Babys sind ja gar nicht da. Warte, was meinst du? Wo sind bitte die Babys hin? Ich brauche Vitamine. Na los, hol mir schon welche, Oxy. Du brauchst Vitamine? Ist das echt dein Ernst? Ich glaube, sie braucht Vitamine, damit sie die Kinder gebären kann. Ich weiß es, wir als Drachen, wir essen extrem leckere Fische. Ganz genau, Fisch ist doch eine richtig gute Idee. Was hält ihr davon, Leia, Ukri? Ist doch eine gute Idee, oder nicht? Oh Mann, aber Fische sind doch ein wenig zu wenig. Zu wenig? Hey, Ukri, stimmt das? Bringen Fische einem nichts, oder was? Doch, eigentlich schon. Die haben ganz, ganz gesunde Omega-3-Fettsäuren. Aber weißt du was? Wir brauchen vielleicht noch mehr Protein. Wie wär's mit Menschen? warte mal, Menschen? Hey, also soll Leia einen ganzen Menschen essen, oder was? Nein, das mag nicht mit, ganz ehrlich, Leute. Wir sind Drachen, wir essen Menschen, wusste ich nicht. Komm her, Junge. Warte mal, stimmt. Drachen sind ja unsere... Die Menschen sind ja unsere Erzfeinde, oder nicht? Die sind total böse. Hey, Leia, wir kommen bald wieder. Ja, du hältst das durch, alles klar? Oh ja, ich werde warten, aber ich erwarte Drachenzwillinge und wir müssen ganz schnell geboren werden. Oh ja, ganz genau. Deswegen schaut unbedingt jetzt noch das ganze Video bis zum Ende an, Leute, damit wir die Drachenzwillinge bekommen. Na los, schnell, schaut euch alles bis zum Ende an. Okay, hey, hört zu, Leia, wir kommen wieder, ja? Ukri, lass uns schnell losfliegen. Was? Du sollst nicht so schnell fliegen. Warte auf mich, ich bin nicht so schnell. Komm, Oxy, du kriegst das hin. Ich weiß, du bist noch am Anfang hier, aber du schaffst das schon. Okay, na los, Freunde, allen nochmal ein Like da lassen. Ich gebe den Push. Es funktioniert. Schaut das an, Leute. Im Survival-Modus einfach fliegen. Und das nur, weil ich ein Drache bin. Na gut, Leute, lass uns nach Sam Ukri City gehen und den ein oder anderen Villager suchen, nicht wahr, Ukri?
Oh ja, aber einen bösen Villager, einer, der auch frech ist. Wir müssen schauen, ganz genau, denn du weißt selber, Ukri, wir haben einmal einfach Menschen, die total liebst und uns helfen. Das sind dann sozusagen diese Drachenzähmer und es gibt die bösen Menschen. Oh ja, und die bösen, die müssen wir essen, weil die gehören eh nicht in die Stadt. Oh ja, ganz genau, Freunde, let's go. Wir als Drachenfamilie, warte mal. Explosion, denkst du, war ein böser Mensch? Oh ja, das kann echt sein. Hey, Ukri, ich glaube, die bösen Villager waren das. Hey, lass uns diesen Villager suchen und ihn Leia zum Essen geben, okay? Oh ja, die haben hier was ganz, ganz Schlimmes gemacht. Die haben alles in die Luft gesprengt. Das ist genau neben der Schule. Die haben die Schule kaputt gemacht. Schau mal, Ukri. Oh Mann, die haben die ganzen Kinder einfach entführt. Unsere ganzen Drachenkinder. Oh nein. Schau, wie viele Explosionen hier sind. Oh Mann, was? Freunde, sogar das Haus von Lady ist explodiert und das von Leia. Freunde, das ist sowas von Bies. Ihr müsst wissen, das ist unser Drachenreich hier. Selbst Ukri Drachen City mit Orks 3. Aber ja, Freunde, jetzt haben einfach die bösen Menschen hier alle Menschen weggemacht. Wo sind die mit hin, Ukri? Schau mal, da vorne ist sogar eine Explosion bei meinem Haus. Oh, Alter, das ist sowas von Bies. Okay, komm. Okay, ich habe eine gute Idee. Wir gehen auf jeden Fall jetzt ins Villager-Dorf und werden auf jeden Fall den bösen Fiesling ausfindig machen und ihn dann zum Layer zum Essen bringen. Na los! Oh Mann, Ukri, aber wo befindet sich hier bitte der Villager? Halt, Moment mal. Hey, Ukri, sei ganz leise. Der ist unter dir, Bro. Pass auf, pass auf, pass auf. Freunde, da unten ist er doch, oder nicht? Seht ihr ihn? Oh Mann, ich hasse Menschen und Drachen. Ich werde sie alle in die Luft sprengen. Was? Warte mal, wie kann man Menschen und Drachen hassen? Muss ich doch entscheiden. Das ist mega, mega fies. Ich glaube, dass so eine Person, die will nur Villager ja, in dem Land alles. Haben, oder? Alter, das ist so eine fiese Person. Wir können alles in den Luft sprengen. Warte mal, wir müssen die Polizeistation retten. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, dann los, mach schnell alles weg. Du bleibst schön stehen, Kollege Schnürschnur. Wir sind die Drachen aus der Drachenfamilie und wir brauchen ein wenig Frischfleisch für Leia. Und du bist so böse, deswegen werde ich erledigen. Oh, ja, ganz genau. Hey, was? Er will Tentitin. Ukri, haut ab, aufpassen. Oh Mann, das ist mega fies. Mann. Ganz ehrlich, weißt du was? Wir attackieren die jetzt mit Drachenpower, ja? Oh ja, ganz doll, Leute. Wir werden jetzt unsere geheime Drachenpower auspacken und werden diesen Villager bekommen. Aber Ukri, hast du irgendwelche geheimen Drachenwaffen für mich, die es gar nicht gibt eigentlich? Oh ja, schau mal das hier. Einen Moment mal. Ukri, Bro, was ist das bitte das für eine OP-Drachenfamilie? Das gehört dem größten und stärksten Drachen in ganzem Ukri City. Oh ja, stimmt, Freunde. Der lebt auf dem höchsten Berg und den werden wir am Ende des Videos auch noch besuchen. Aber ich würde sagen, als allererst brauchen wir die Vitamine für Leia. Dann los, schnell, gib mir die Waffe. Ey, wo ist damit die hingerannt? Oh ja, ganz guck mal, wie riesig der ist. Schau dich mal an, was das für eine riesige Waffe ist. Okay, komm her, Mann, Villager, ich werde dich kriegen. Einen Moment mal, hörst du ihn richtig böse lachen? Ich glaube, er ist da vorne. Wo ist der? Nein, weil alles in den Luft rangen. Oh Mann, der ist so böse. Hey, Ukri, siehst du ihn irgendwo? Der muss hier doch irgendwo in der Nähe sein. Aktivier deine Drachenaugen schnell. Okay, na los, Drachenaugen aktivieren, na los. Und jetzt habe ich auf jeden Fall eine weitere Sicht. Und ich werde ihn direkt sehen, na los. Und warte mal, ich habe sie geortet. Da vorne ist sie beim Strand. Ukri, zum Strand, schnell. Na los, wir werden sie Das ist ein netter Villager! Hör auf, Oxy, bist du verrückt? Bist du dir sicher, dass ein netter Villager ist, Ukri? Schau mal hier vorne, schau mal, da vorne ist eine TNT-Spur. Siehst du das? Warte mal. Ukri, du hast recht, eine TNT-Spur. Das könnte nur von dem bösen Fiesling sein, oder nicht? Mach das schnell weg, ich mach das weg, alles gut. Okay, du machst das weg und ich suche mit den Typen, okay? Na los, hey, du Villager, komm mit. Ich will die Schule in die Luft springen, wo die ganzen Kinder sind. Was? Oh nein, das ist sowas von ihnen. Und ihr müsst wissen, hier trainieren wir die ganzen Drachenbabys. Und da wollte ich auch die neuen Drachenzwillinge von Leia hinbringen. Und jetzt vielleicht die ganze Schule in die Luft kann er sowas tun? Ey, ganz ehrlich, Kinder haben nie etwas zu tun. Egal, welche Sachen die Eltern gemacht haben, Kinder sind immer unschuldig. Oh Mann, die muss hier doch irgendwo sein. Einen Moment. Hey, Ukri, ich höre sie hier unten. Komm mal schnell her. Da unten ist er oder sie. Ich werde warten, bis ich hier reinkomme und dann werde ich ihn eine Falle stellen. Was? Oh Mann, das ist sowas von fies. Von hinten. Oh, ja, hast du eine gute Idee. Du von hinten, nicht von vorne. Dann werden wir ihn überführen, okay? Auf drei. Eins, zwei. Warte, Ukri, du von hinten, nicht von vorne. Eins, zwei, drei. Let's go. Hey, sofort hier durch, Kollege Zürschuh. Das war's mit dir. Hey, hör mal, hör. Oh Mann, ganz ehrlich. Moment, zack, ey. Wartet mal, wo ist bitte die ganze Schule? Und er hat einfach die ganze Schule in die Luft gejagt. Hier vorne, stehen geblieben, ich hab dich! Ich hab dich! Jetzt haben wir dich, Kollege Stürschen. Ja. Das war's komplett. Du bleibst jetzt schön stehen. Hast du dich verstanden? Du bleibst jetzt schön stehen. Sonst werden wir dich selber aufessen und direkt jetzt auf der Stelle aufspeisen. Oh ja, ganz genau. Hey, hör uns mal zu. Was sollte das? Warum hast du so viel Streit gemacht, hm? Ich passe daran. Ich hasse die Menschen. Die Welt soll nur von Villagern bewohnt werden. Warte mal, du willst, dass die Welt nur von Villagern bewohnt werden? Wir haben die Schule gebaut. Wir haben alles hier aufgebaut. Und du machst das kaputt und nur weil in deinem Herzen so viel hast, ist ganz ehrlich nie. Komm mit, wir genau. Du kommst schön mit. Wir werden dich schön zu Leia bringen. Na los, Ukri, hol das Seil raus. Wir bringen dich jetzt zu Leia und sie wird dich dann richtig saftig vernaschen und ihre Kinder bekommen. Verstehst du das? Oh ja, denkst du, wir machen Spaß? Wir machen keinen Spaß. Komm her, Alter, und zeig. Ich weiß
Leute, das war wirklich nicht extra, okay? Also, warte das mal. Nicht extra. Wie? Hey, warte, wir können auch drüber reden. Ich möchte doch nicht sterben. Ping-Pong spielen. Ja, wir das war's mit dir ganz echt. Ja. Das hast du sowas von verdient. Ey, hör mir mal zu, Kollege Schnüschel, ja? Fies. Du bist richtig fies und wir spielen mit dir Ping-Pong. Lass bis nach Hause mit dir Ping-Pong spielen mit ihm, okay? Ja, du musst die Schule hier explodieren. Wir spielen mit dir Ping-Pong und nachher werden wir dich zum Essen bringen. Oh ja, ganz genau. Na los, komm. Okay, ich flieg schon mal fort. Du nimmst den Villager mit. Ja, na los, auf geht's zu Leia. Let's go. Auf geht's nach Hause ins Drachenhaus. So, Freunde, wir fliegen da ganz schön hin. Und einen Moment mal, Ukri, hast du etwas den Villager da schon reingebracht, oder was? Ich hab den Villager da reingesteckt, Junge. Und jetzt wird er gerade gefressen von Leia. Warte mal, er wird gerade gefressen. Das muss ich mir unbedingt anschauen. Und einen Moment mal, ich seh's gerade. Der Villager ist da drin und der wird echt angeknabbert. Und hey, Leia, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung bei dir? Oh Mann, Axi, du weißt, mir geht's richtig schlecht. Ich erwarte doch Drachenzwillinge. Oh Mann, Leia, hey, hör zu, sobald du die Drachenzwillinge bekommen hast, weißt du, müssen wir ein riesiges Parcours mit den Drachenzwillingen und mit dir machen, damit du halt wegen der Schwangerschaft davonkommst. Das weißt du doch. Wir müssen ein riesiges Parcours machen. Oh ja, du hast recht. Und wo sind genau meine Vitamine? Deine Vitamine? Hey, Leia, wir haben dir eine ganz besondere Überraschung gebracht. Steh mal auf, wir zeigen es dir, okay? Komm mal einfach mit, komm mal einfach mit. Schau dir das mal an. Das ist unser Prachtexemplar. Was? Ein Villager und den darf ich einfach aufessen? Oh ja, den darfst du einfach aufessen. Ein böser Villager. Ganz genau. Hör mal zu. Ukri, erzähl dir mal, was der alles gemacht hat, dieser Villager. Der ist total böse gewesen. Er ist zwar jetzt ganz ruhig, weil er Angst hat, aber davor war er richtig. Der ist vor uns abgehauen, hat eine Schule in die Luft gesprengt, wollte ganze Ukri City zerstören. Der ist verrückt. Der ist verrückt. Der ist mega verrückt. Und Professor Ukri, Dr. Ukri, kennt sich auf jeden Fall aus. Also, Leia, du wirst jetzt auf jeden Fall aufessen. Ja, los, geh da schon rein. Na los. Ich werde ihn sofort aufessen. Na los, komm. Los geht's, Leia. Jetzt ess ihn schon. Oh Mann, Leia, iss ihn schon, Leute. Wie gut ist das bitte? Let's go. Was? Warte mal, hast du ihn gerade komplett eingesaugt, Leia? Ist das dein Ernst? Oh ja, ich glaube schon. Ich bin so satt. Ich glaube, es wird langsam Zeit. Oh Mann, hey, Ukri, es wird Zeit für die Drachenzwillinge. Das hat geholfen, Oxy. Oxy, ich muss das aber allein machen. Du musst hier schnell rausgehen. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Du hast dich ablenken lassen? Okay, ich komme gleich wieder. Oh Mann, Freunde, die Drachenzwillinge werden im Moment geboren. Ich muss hier schnell hinten bleiben. Hey, Leute, wie cool ist das bitte gleich? Gibt's einfach Drachenzwillinge, richtig süße Babys. Und die können dann auch fliegen und alles Mögliche machen. Ukri, Leia, ist da drin alles gut? Oh ja, warte. Hey, Leia, was machst du da bitte drin? Ist da drin alles gut? Oh Mann, Leute, ich hoffe echt, dass da drin nichts Schlimmes passiert. Leute, soweit ich weiß, da ein Drachenbaby geboren noch extrem lange. Hey, Ukri, wie weit bist du denn schon? Leia, kommt endlich raus. Wo sind bitte die Babys? Die sind draußen, die sind draußen, die sind draußen. Warte mal, was? Und einen Moment mal. Oh, das glaube ich jetzt nicht. Hey, wie süß ist das denn bitte? Hey, ihr beide, bleibt mal stehen. Einen Moment mal. Wow, wie süß seid ihr denn? Hallo, bist du mein Papa? Ich bin dein Papa. Oh, ihr sieht ganz aus. Wow, Freunde, schaut mal, wir haben einfach Drachenbabys. Und wer bist du? Baby Leia, bist du Papi? Papi? Oh ja, ich bin's. Ich bin euer Daddy. Hey, Kinder, ihr beide seid jetzt anscheinend meine neuen Drachenbabys. Okay, Ukri und Leia kommen gleich auch. Da sind wir eine ganz, ganz süße Familie, okay? Daddy, Daddy, können wir bitte spielen? Spielen? Warte mal, ihr seid gerade erst geboren. Ihr braucht erstmal ein bisschen Milch, auch als Drachen. Ihr braucht Drachenmilch, wisst ihr das? Ich fühle mich aber schon stark. Ich will warte mal, du fühlst dich stark? Okay, hey, hört mal zu. Ich zeige euch jetzt allererst euer neues Haus. Ja, schaut euch das mal an. Hier leben wir Drachen, in diesem Gebiet hier. Oh, ist das mein Schlafplatz? Das ist dein Schlafplatz? Hey, hör mal zu, das ist eigentlich mein Schlafplatz. Aber ja, dann kann das auch ruhig unser Schlafplatz sein. Und dieser Drache hier... Oh, der Drache soll mich beißen, yum, yum. Hey, Leute, hört mal zu, das ist unser Drachen-Urvater. Das ist der Ender-Drache, wisst ihr? Der lebt nur im End. Warum ist der Kopf von dem hier an der Wand? Hey, hört mal zu, das ist, weil wir den so... Weil der so ein groß, krasser König bei uns. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist sowas wie unser Uropa. Von dem kommen wir alle. Von dem stammen wir ab, verstehst du? Was? Das war der erste Drache sozusagen, oder was? Oh ja, ganz genau. Das war der erste Drache, unser Urvater. Feuer, was ist das? Warte mal, hört mal zu, ihr müsst aufpassen vom Feuer. Nein. Okay, Freunde, ich würde sagen, das bauen wir am besten ab, Leute, weil das ist echt gefährlich. Na los, und na los, wir bauen das ganz schnell ab. So, zack, direkt abgebaut. Und jetzt kommt einfach mal mit hier vorne, habt ihr sogar euren eigenen Kleiderschrank. Schaut euch das mal an. Wie cool ist der bitte? Wie cool das ist, oh mein Gott. Ich liebe die grünen Sachen, meine Lieblingsfarbe ist grün. Was, deine Lieblingsfarbe ist grün? Und was ist deine Lieblingsfarbe, kleine Baby Leia? Meine Lieblingsfarbe ist gelb. Warte mal, gelb? Das macht doch gar keinen Sinn. Du bist doch rosa bzw. pink. Ja, pink ist so viel besser. Aber schon mal, was ich bekommen habe, das sieht super cool aus. Oh, wow. Aber hey, das gibt es mir schön wieder. Ja, das ist doch nicht für Babys. Na los, gib mir das schon wieder, Kleines. Na los. Nein, nein, ich hey, bleib stehen. Och, Mann, das kann doch nicht sein. Hey, hör mal zu, kleiner Baby-Ochse. Was? Was hast du da bitte in der Hand? Hey, das liegt so schön weg, Kollege Schnüschel. Was ist das hier? Ist das im Kleiderschrank gefunden? Nein, das liegt so schön weg. Okay, das sind Sachen von unseren Spielzeugen.
Oh Mann, Leute, die haben einfach unser Hilferuf gefunden. Das ist unsere Hilfepistole. Was ist das denn? Das sieht ja voll cool aus. Oh, hey Leute, das sind Leuchtknarren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mal verlaufen, können wir die abfeuern und dann finden uns unsere Kameraden, unsere Drachenkameraden. Okay, Papi, wir haben voll Hunger. Mach mal essen, Mann. Warte mal, ihr beide habt voll Hunger. Na gut, kommt mal. Was? Wie frech bist du denn bitte, Minion? Okay, hey, hört mal zu. Hier haben wir einige Chips. Ja, die könnt ihr euch schon mal nehmen. Dann haben wir Karotten und sogar Birnen. Warte mal. Hast du gerade einen ganzen Karton voll mit Chips gegessen? Hey Leute, nicht zu viel. Das sind unsere ganzen Reste. Die brauchen wir noch. Hey Leute. Oh Mann, das kann es doch nicht sein. Warte mal ganz kurz hier. Hey Leia, Okri, was macht ihr so lange da drin? Die Babys drehen voll durch. Ich habe mehr Hunger. Und schau mal, was ich kann, was du nicht kannst. Warte mal, du kannst schon fliegen. Woher kannst du das denn bitte? Schau mal, ich kann schon fliegen. Hui. Wow, das ist mega, mega cool. Das erlernt man normalerweise erst mit 6 Jahren. Du bist wohl ein Wunderkind. Und einen Moment mal, Baby Oxy, du hast viel zu viel gegessen. Schau mal, wie dick du geworden bist. Alter, ich versuche auch zu viel. Oh Mann, hey, hör mal zu. Du musst immer ein Drittel mit Essen befüllen von deinem Magen, ein Drittel mit Luft und ein Drittel mit Wasser. Das ist eine gesunde Ernährung. Verstehst du, Baby Oxy? Ah, okay, verstehe. Okay, ich versuche es mal nochmal. Und Mann, einen Moment mal. Du bist so dick und kannst trotzdem fliegen. Oh Mann, Leute, ich habe echt süße Kinder bekommen. Einen Moment mal. Ihr zwei kommt ja auch wieder zurück. Leute, wo wollt ihr mit denen? Hey, bleibt stehen. Oh Mann, Brunnen, das kann doch nicht sein. Die ist einfach weggeflogen. Mr. Stelle, hey Leute, lasst schnell alle ein Like nochmal, damit wir hinterher fliegen können. Schreibt alle schnell eine 1 in die Kommentare, damit wir schnell direkt hinterher fliegen können. Los, schnell. Na los, Freunde, schreibt schnell eine 1 in die Kommentare. Wir können euch zulassen, dass meine Kinder verschwinden. Hey, Leia, okay, ich komm gleich wieder. Oh Mann, wenn die das erfahren, die ziehen mir sowas von die Ohren lang. Bleibt stehen, Leute, bitte. Wow, das kann doch wirklich nicht sein. Wo seid ihr bitte hingeflogen? Einen Moment, mal, Leute. Was machen die bitte? Einen Moment, hast du gerade... Wie brutal sind bitte meine Babys? Was macht ihr mit den ganzen Tieren? Alter, ihr habt die einfach alle ins Grab geschickt. Ist das euer Ernst? Die waren aber lecker. Wer ist denn hier noch lecker? Ist der rote Typ hier voll lecker? Mann, wer ist warum sind die bitte so schnell? Hey, geh weg von dem roten Typen. Das ist einer von meinen Freunden. Hey, Leute, geht da ganz schnell weg. Okay, hey, ihr beiden Babys, ja, kommt mal bitte einfach einmal mit. Ich muss ganz schnell mit euch beiden reden. Ihr könnt doch nicht einfach so mit durch die Stadt laufen und alle Menschen essen. Oh, tut mir leid, aber das waren nur Tiere. Aber wer lebt hier vorne? Hey, meinst du, hier in diesem Haus wohnt mein Freund Sam Lucky? Ja, ihr dürft hier nicht einfach so einbringen, sonst wird er sauer. Essen? Nein, 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 Sam Lucky gehört nicht zu den Drachen. Der war früher ein Drache, aber wurde leider verbannt. Was? Warum das denn? Naja, er hat Streit gehabt mit Ukri und Leia, aber ist ja auch eine andere Geschichte. Sam Lucky ist trotzdem total lieb und ist unser bester Freund. Wir dürfen nicht essen. Hey Leute, hört mal zu. Ja, ich weiß, ihr beide habt Hunger, aber wollen wir vielleicht ein paar Villager suchen gehen? Oh, ja. Lasst uns alle essen. Wer ist dort vorne? Wer lebt dort im blauen Haus? Im blauen Haus lebt mein bester Freund Ukri, aber da darfst du auch nicht hingehen. Hey Leia, hör mal zu. Ich weiß, du bist die Vernünftige von euch beiden. Du bist ja auch Baby Leia. Kannst du vielleicht deinen Bruder bitte in den Griff bekommen? Okay, Papi. Mann, wie süß ist die bitte? Oh, warte, die reden miteinander. Mal schauen, Leute. Wir dürfen nicht einfach so die Mami und Papi essen. Die sind kein Futter. Willst du mit mir einen TikTok-Tanz machen? Wartet mal. Was hat sie gerade gesagt? Ein TikTok-Tanz? Leute, was machen bitte meine Drachenbabys dort? You've got to keep it focused. Why don't you say so? Leute, hey Babys, woher kennt ihr bitte TikTok? Ihr seid gerade mal vor 5 Minuten geboren oder so. Ich schaue den ganzen Tag TikTok, wusstest du das nicht? Warte mal, Mamas Bauch. In Mamas Bauch hast du den ganzen Tag TikTok geschaut? Im Ernst? Ja. Nein, aber ich habe immer ganz schön getanzt. Ich glaube, deswegen hat sie immer rumgeschrien. Och Mann, hey, hört mal zu, Kinder. Ihr müsst aber echt aufpassen. In dieser Stadt gibt es nicht nur liebe Menschen wie Ukri und Sam Lucky oder auch Billy oder auch hier Luke, sondern hier gibt es auch extrem böse Menschen. Verstehst du? Wer ist dieser böse Mann, der uns Süßigkeiten gibt? Einen Moment mal, was meint ihr bitte? Hey, wo wollt ihr bitte hin? Leute, nicht in den Wald gehen. Warte mal, ein böser Mann, der ihnen Süßigkeiten gibt. Oh nein, Leute, ich glaube, das sind die Drachenjäger. Hey, bleibt stehen, Kinder. Ich habe doch gerade auch mit euch darüber geredet. Nicht jeder ist so lieb wie Uzi und Ukri, aber ihr müsst endlich stehen bleiben, bitte. Da vorne ist der Mann. Gestellter Herr, der hat Süßigkeiten. Hey, Baby Oxy, bleibt stehen. Oh Mann, wieso ist er bitte so weit weg? Wo wollt ihr bitte hin, Leute? Baby,
Ladies, bleibt bitte stehen, Leute. Das kann doch nicht sein. Wohin wurden die bitte verschleppt? Einen Moment mal. Nein, Leute, das glaube ich nicht. Das sind doch die Drachenjäger. Das sind die bösen, bösen Drachenjäger. Was machen die bitte dort? Lecker. Oh ja, wir haben diese einen bösen Drachen so eingesperrt. Schau dir das mal an. Wir haben ganz viel Fisch hier platziert, um dich hier anzulocken und haben diese beiden Babyseiten gefangen genommen. Ich freue mich echt, weil das Sam Lucky und Ukri und auch Orksi mitbekommen. Die waren so lecker. Leute, worüber reden die dort bitte? Oh nein, haben die echt Baby Leia und Baby Orksi gefangen genommen? Okay, das glaube ich jetzt nicht. Ich muss weiter zuhören. Bestimmt handelt es sich um andere Babys. Ich bin so froh, dass es sich um die Babys Orksi und Babys Leia handelt, weil die sind am leckersten. Die werden wir am Ende essen, oder nicht, Frank Robert? Frank Robert. Baby Orksi und Leia werden wir gleich verspeisen. Die sind bestimmt super lecker. Du weißt, unsere Hauptspeise sind Drachen. Bitte lass mich in Ruhe. Oh nein. Nein, Leute, das ist wirklich Baby Leia da drin und Baby Orksi. Oh Mann, Leute, das kann nicht sein. Na los, ich muss sie unbedingt retten. Ich muss da schnell oben drauf fliegen. Und Moment, Leute, da drin sind die. Ich sehe die doch. Oh Mann, Leute, ich muss die unbedingt ausschalten, bevor Leia und Ukri davon was mitbekommen. Worüber reden die denn bitte da unten noch? Und sobald ich Baby Orksi zwischen meinen Zähnen habe, werde ich ihn sowas von wieder hinten rauslassen. Du weißt schon, das, was man halt nachher macht, nachdem man was gegessen hat, oder nicht, Frank Robert? Ja, ganz genau. Genau, ich würde die Flügel als Zaunseide benutzen. Och Mann, Freunde, die sind sowas von fies. Ganz ehrlich, Leute, ich würde sagen, wir werden jetzt sowas von nochmal angreifen. Aktiviert nochmal ganz schnell die Glocke, Leute, an all das, was wir nicht gemacht haben. Und jetzt werden wir auf jeden Fall Baby Leia und Baby Orksi retten. Einen Moment mal. Hey, ich glaube, ich höre Baby Leia. Baby Leia, hörst du mich? Oh Mann, Freunde, die ist da noch drin, oder nicht? Hey, Baby Leia, hörst du mich? Ich sehe dich nicht ganz, aber hörst du mich? Papa, bist du das? Willst du mich endlich retten? Oh ja, natürlich werde ich euch retten, Baby Orksi, Baby Leia. Oh Mann, wurdet ihr etwa echt mit Süßen? Süßigkeiten angelockt. Hey, die haben euch sowas von reingelegt. Das sind voll die ekligen Süßigkeiten, Leute. Ja, die schmecken voll bitter und sind voll alt. Und schau mal, hier sind ganz viele graue Leute. Oh Mann, das ist sowas von Peace. Ganz ehrlich, hey, hört mal zu, ich mache erstmal ein Loch rein, damit ich euch gleich raushole. Und jetzt werde ich die sowas von angreifen. Hey, hört mal zu, ihr beide. Was habt ihr bitte mit Baby Leia und Baby Orksi gemacht? Was wollt ihr klar? Warte mal, wieso seid ihr bitte so groß? Was redest du bitte? Wer ist hier klein? Warte mal, gehörst du nicht auch zu diesen Drachen? Frank Robert, schau dir das mal. Ja, bist du nicht einer von diesen Lappendrachen oder nicht? Warte mal, Lappendrachen, hey, hört mal zu, ihr seid vielleicht größer, aber ich gehöre zur Drachenfamilie. Ihr dürft euch ja nicht mit mir anlegen, sonst werde ich meine Geheimpower auspacken, ihr beide. Du denkst doch nicht wirklich, dass du gegen uns ankommst. Wir sind seit Jahrhunderten schon Drachenjäger. Weißt du, was die Drachen alles gemacht haben? Sie haben unsere Vorfahren gefressen. Was, eure Vorfahren gefressen? Oh Mann, dafür kann ich doch nichts. Ich habe damit absolut nichts zu tun. Lass sofort die Kinder in Ruhe. Was, du magst nicht mich zu schlagen, ganz ehrlich, nimm das. Na los, Freunde, ich muss schnell in die Luft fliegen. Warte mal, meine Flügel, die haben auf meine Flügel geschlagen. Oh Mann, wie viel seid ihr bitte? Was ist das bitte für ein Schwert? Du hast keine Chance, wieder zu schlagen. In diesem Schwert, da steckt einfach Anti-Drachenflugkraft drin. Anti-Drachenflugkraft, ganz ehrlich, ich krieg das abgewischen. Na los, und zack, ich am Rasen. Und jetzt funktioniert's wieder. Oh Mann, das könnt ihr nicht, wahr? Ihr könnt nicht fliegen, oder? Na klar, können wir fliegen. Was redet? Oh, nein, können wir nicht. Oh, was machen wir jetzt? Ihr könnt nicht fliegen, Mann. Hey, Freunde, ich werde jetzt sowas von hops nehmen. Schaut euch das jetzt an. Frank Robert, hey, was machen wir denn jetzt, wenn der in der Luft die ganze Zeit ist? Können wir ihn gar nicht angreifen. Hey, komm runter, lass uns ein faires 2 gegen 1 machen. Okay, ein faires 2 gegen 1. Hey, hör mal zu, wie auch immer du heißt, Frank oder Robert oder so. Ich habe das jetzt irgendwie gerade verstanden. Ein faires 2 gegen 1 macht gar keinen Sinn. Papa, bitte, bitte. Hey, Baby Ox, ich komme gleich, ich hab okay? Ich habe eine Idee, runterbekommen. Schau, ich habe auch eine Idee. Ich habe Pfeile dabei. Los, nimm das. Autsch. Oh Mann, sie haben mich echt mit den Pfeilen getroffen. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt werde ich mit meinem Regenbogenstab ein Hops nehmen. Boom, ey. Boom, ey. Schaut euch das mal an. Das ist die Geheimwaffe der Drachen. Boom, ey. Zack, zack, zack. Nimm das. Warte mal. Oh nein, was war das bitte gerade für eine Attacke? Ich glaube, den einen habe ich fast ausgeschaltet. Oh nein, er lebt ja noch. Leute, schnell ausweichen. Du hast keine Scherze. Wir haben Rüstung, die stärker als du. Wir sind viel stärker als du. Und die Babys wirst du niemals befreien. Und danach werden wir Ukri und Leia essen. Verstehst du? Danach
sind deine anderen Freunde dran? Oh Mann, hey, hört mal zu. Es ist eine Sache, wenn ihr die Babys gefangen nehmt, aber lasst die Finger von meinen Freunden, Mann. Und boom, nimm das mal ganz ehrlich. Zack, ey, jetzt mache ich dich sowas von fertig, Kollege Schnürschuh. Das lasse ich nicht mit Ukri und Leia machen und mit meinen Babys. Na los. Freunde, hey, ich krieg dich. Na, wir kriegen dich. Oh Mann, hey, deine Pfeile kommen gar nicht an, Bro. Die fliegen alle daneben. Bist du dir sicher? Warte mal, da hast du wohl eingetroffen. Well played. Warte mal, das steht in meinem Bein drin. Ganz ehrlich, komm her, Mann, ich mach dich Platte. Zack, ey, und zack, ey, jetzt werde ich dich sowas von auslöschen. Na los, ich kann fliegen. Entdeckung, und jetzt, Freunde, werde ich ihn nochmal im Nahkampf besiegen. Boom, ey, zack, 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 zack. Nimm das, ich werde dich sowas von kombinieren. Und boom, ey, boom, ey, boom, ey, boom, ey. Na los, nochmal in die Luft. Und zack, ey, ich hab ihn jeden Moment, Leute. Und 3, 2, 1, alle nochmal hier saftig in die Daumen reindrücken. Und boom, ich hab ihn fertig gemacht. Jawoll. Oh nein, du hast Frank Robert besiegt. Komm her, jetzt dreh ich durch. Oh nein, Leute, er dreht sowas von durch. Wartet mal, Leute, für so einen Fall habe ich noch meine geheime Rüstung dabei. Na los, ziehe direkt an. Und boom, Freunde. Wow, Alter, schaut euch das mal an. Wie cool sehen wir denn jetzt bitte aus? Wir sind einfach ein Militärflugdrache. Und jetzt werden wir es diesen bösen Menschen sowas von zeigen, die einfach die Drachenbabys entführt haben. Einen Moment mal, dort bist du ja. Ja, wenn ich dich jetzt treffen werde, dann bist du Geschichte. Oh Mann, niemals. Denn ich habe eine extrem starke Rüstung dabei. Und außerdem als Militärdrache haben wir auch noch den Rocket Launcher aus Fortnite dabei, Freunde. Und dann machen wir dich fertig. Einen Schuss auf deinen Kopf. Na los, 1, 2, 3 und boom, ey. Wartet mal, noch einen Schuss auf deinen Kopf und dann habe ich ihn. 3, 2, 1. Nein, lass mich in Ruhe. Und na los, diesmal damit. Boom, ey, das war's mit dir. Und was, Freunde? Wir haben ihn einfach endgültig besiegt. Das wirst du bitter bereuen. Das war ein Schuss in den Ofen. Oh ja, das war ein Schuss in den Ofen. Und jetzt schnell zu den Kindern. Hey, Kinder, ist alles gut bei euch? Na los, Leute, ich muss ganz schnell hier durch. Hier habe ich mir noch schon ein Loch gegraben. Und wartet mal, was steht dort? Drachengefängnis. Alter, das ist sowas von fies. Baby Leia, Baby Oxy, geht's euch beiden gut? Hier sind gar keine Süßigkeiten, Papa. Die haben uns einfach angelogen. Warte mal, dort sind gar keine Süßigkeiten. Oh Mann, wie fies ist das bitte? Und Baby Oxy, die haben dich auch mit Süßigkeiten gelockt. Ja, so dick wie du bist, kann ich mir das schon vorstellen. Jetzt mal ganz ehrlich. Oh ja, Papa, ich liebe Süßigkeiten. Die können die total lecker wie. Wirklich? Och Mann, ganz ehrlich, haltet mal ganz kurz Abstand. Ich werde euch da auf jeden Fall raus befreien. Ja, na los, Leute. Alle noch mal ein Abo jetzt da. Lasst uns ein Like. 3, 2, 1 und boom, ey. Zack, kommt schon raus, Kinder. Hier ist ein Weg für euch frei. Au ja, vielen Dank, Papa. Na los, lass uns schnell zu Ukri und Leia gehen. Oh ja, ganz Leute, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Oh, schnell hier raus, Leute. Ansonsten kommen noch mehrere Leute. Schnell. Na los, kleiner Baby Ox. Wir laufen schon los. Leia ist auch schon im Haus drin. Wir gehen schnell zu Ukri und Leia und schauen, ob bei denen alles gut ist, okay? Okay, ich komme schon, Papi. Okay, jetzt komm schon mit, du kleiner Dicksack. Und schnell hier rein. Einen Moment mal. Leia, ist alles gut? Bei dir geht's dir gut? Hey, ich und die Kinder hatten ein kleines Abenteuer. Oh ja, Papa hat uns einfach entführen lassen. Nein, das sagst du nicht so. Okay, ja, geh da vorne einfach schlafen. Oh Mann, Leia, wir hatten so ein verrücktes Abenteuer. Was, Orgsi? Was hast du bitte mit meinen Kindern gemacht? Och Mann, ich hab nichts mit deinen Kindern gemacht. Hey, hör mal zu, Leia. Es war echt ein verrücktes Abenteuer. Aber jetzt sind die müde und legen sich erstmal schlafen. Oh ja, gute Nacht, Papa. Wir gehen direkt schlafen. Oh, ich bin echt wieder vom Abenteuer. Das war aber ein cooles einfach Abenteuer. Schon schlafen gegangen. Och Mann, Ukri, was für ein Abenteuer. Du und Leia warten die ganze Zeit zu Hause. Ich hatte total viele Abenteuer. Versteht ihr das? Ja, aber ich hatte auch viele Abenteuer, wenn du verstehst, was ich meine, Oxy. Ciao, ciao, mal, ich Ukri, schlafen. Was redest du bitte? Leia, was habt ihr bitte hier drinnen gemacht? Wir haben Nintendo Switch gespielt und ich habe einfach in Mario Kart gewonnen. Was? Ihr habt ohne mich einfach Nintendo Switch gespielt, während ich den Babysitter spielen musste? Oh Mann, Ukri, bleib stehen, ganz ehrlich. Okay, Leute, ich würde sagen, falls ihr weitere Videos mit meinen besten Freunden Ukri, Leia und natürlich den anderen sehen wollt, dann lasst mir jetzt ein Like und ein Abo da. Hier rechts links findet ihr weitere extrem coole Videos. Schaut bei meinem besten Freund Ukri vorbei. Leia hat keinen Kanal. Und ja, Freunde, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Anschauen, Leute. Abonniert. Wir haben einfach jetzt Baby-Zwillinge bekommen. Wie cool, Freunde. Haut rein, Mann. Dankeschön, Schildkrötengang, für den ganzen Support. Tschüss, abonniert.